Schon seit ihrer Kindheit ist Luna Schwalger im Schauspielbusiness tätig. Im Alter von 10 Jahren spielte sie eine kleine Rolle in Keinohrhasen. Damals sah Luna noch richtig süß aus. Über die Jahre hat sich die Schauspielerin immer mehr verändert. Inzwischen ist sie zu einer hübschen jungen Frau herangewachsen. Heute zeigt sich Luna Schwalger auf Instagram und auf dem roten Teppich richtig sexy. Nur noch die blonden langen Haare erinnern an das süße Promi-Kind von damals. Auch schauspielerisch hat sich die Tochter von Til Schweiger weiterentwickelt. Nach kleineren Rollen in Til Schweigers Komödien wandte sie sich ernsthafteren Projekten zu. 2012 spielte sie eine Hauptrolle im Actionfilm Schutzengel. Seit 2013 ist sie immer wieder im Tatort zu sehen. Dort spielt sie die Tochter von Nick Chiller, der von ihrem Vater verkörpert wird. Neben ihrer Schauspielkarriere hat Luna Schwalger das Springreiten für sich entdeckt und ist in der Sportart überaus erfolgreich. Die Schauspielerin ist mittlerweile richtig rumgekommen, lebte in den USA, in Paris oder in Turin. Doch am häufigsten ist sie in Deutschland anzutreffen, wo sie ihre Schauspiel- und TV-Karriere weiter vorantreibt. Neben ihren Filmprojekten war Luna nämlich häufig auch in TV-Shows zu sehen. Wir sind gespannt, was Til Schweigers erste Tochter als nächstes plant.